Kann ich mit 63 ohne Abzüge in Rente gehen, wenn ich 45 Jahre Wartezeit erreicht habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Nein, nach aktueller Rechtslage ist das nicht möglich. Wir haben ja seit dem 01.07.2014 eine neue äh, Version der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Diese war für die Geburtsjahrgänge äh, vor 1953 mit Vollendung des 63. Lebensjahres möglich. Das war aber nur in dem Jahr 2014 oder 2015 so möglich. Äh, also, da haben dann praktisch die Versicherten mit dem 63. Lebensjahr oder mit Vollendung des 63. Lebensjahres dann eine abschlagsfreie Altersrente bekommen können unter Nachweis der 45 Jahre Wartezeit aber im Jahr 2023 ist das definitiv nicht möglich. Das heißt, also wer mit 63 in Rente gehen will, muss auch wenn er 45 Jahre Wartezeit schon vorliegen hat, dann mit erheblichen Abschlägen in seiner Rente rechnen. Daran ändert sich auch nichts, wenn sie bezogen auf die Abschläge oder den Wert, den Beitragswert der Abschläge hier gesonderte Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Es verbleibt dann immer noch bei der Altersrente für langjährig Versicherte mit dem entsprechenden Abschlag, nur dass sie diesen dann mathematisch sozusagen ausgeglichen haben. Aber eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte mit Vollendung des 63. Lebensjahres gibt es im Jahr 2023 definitiv nicht mehr. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.